So, sieht sie also aus, die Aufstellung. Raúl Albiol. El dorsal 2. Mario. El dorsal 6. Cabrera. El dorsal 5. Parejo. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Kimmich. Goretzka. Kimmich. Goretzka. Sané. Müller. Gnabry. Lang und weit nach vorne. Sané. Sané! Hauchdünn am Tor vorbei. Machen Sie es mit dem feinen Innenspann oder machen Sie es mit dem Vollspann? Sie entscheiden sich für die Variante Hau drauf. Knallharter Schuss, aber kein Treffer. Capoe. Parejo. Raúl Albiol. Parejo. Sané mit dem langen Pass in die Spitze. Weit nach außen gespielt. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und sie schlagen ihn raus. Gaspar. Raúl Albiol. Ja, guter Ball. Sucht seinen Mitspieler. Lang und weit gespielt. Der kommt weit nach vorn. Noch immer hat der Ball nicht den Weg in eines der Tore gefunden. Will ihn da durchstecken. Ui, das ist eine Chance. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Müller gewinnt den Ball für sein Team zurück. Hernandez. Müller. Kimmich. Gnabry. Kimmich. Upamecano. Hernandez, er geht zum Torhüter. Müller. Kimmich. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Kimmich. Goretzka. Capoe. Parejo. Versucht den Pass da durch die Gasse. Weit raus aus dem Gefahrenbereich. In Richtung Tor.
Da haben sie am Treffer geschnuppert. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Parejo. Um Himmels Willen, er will ihn aus dem Stadion grätschen. Gnabry. Es gibt nichts Neues zu vermelden, immer noch 0:0. Müller. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Spielt ihn raus. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. Parejo als Ausputzer. Nimmt den Ball Volley. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Vielversprechend aus auf der rechten Seite. Serge Gnabry mit der Flanke. Gut gehalten vom Torhüter. Ein Torwartfehler ist dazu da, ausgebügelt zu werden. Er hat's getan. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Schade, dass sie jetzt in die Kabine müssen. Die hatten einen richtig guten Lauf in den letzten Minuten. Ich bin mir sicher, die hätten gerne weitergespielt. 0:0 zur Pause. Hoffen wir auf Tore im Durchgang 2. Alles ist wieder bereit. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Goretzka. Kimmich. Sané. Hernandez. Gnabry. Goretzka. Kimmich. Sie waren lange im Ballbesitz, allerdings war die Sache nicht besonders zielführend. Sané, klares Foulspiel. Vollkommen richtige Entscheidung, das ist eine gelbe Karte. Lo Celso versucht die Gasse zu finden. Der Torhüter steht hier exzellent zum Geschehen. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Ich glaube, selbst absolute Klassestürmer kann man irgendwann abkochen, wenn man ihnen dauerhaft auf die Pelle rückt. Sané gibt auf der linken Seite Vollgas. Der Ball kommt flach herein. Lo Celso. Aber astrein vom Ball getrennt.
Varejo. Stunde vorbei. Keine der beiden Mannschaften. Ja, das gibt Freistoß. Wenig überraschend, dass es dafür die gelbe Karte gibt. Das hat er sich selbst eingebrockt. Er stand ja praktisch kurz vor Karte. Der FC Bayern München schon mit zweimal Gelb. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Goretzka. Hernandez. Kimmich. Goretzka. Gnabry. Lo Celso. Sucht die Lücke. Hier ist Lewandowski. Der Ball kommt zu Müller. Bockstarke Aktion. Schlauer Pass. Er hält einfach mal drauf. Das geht nicht schnell genug. Also an Ihrer Stelle würde ich doch mal versuchen, relativ schnell in den nächsten Gang zu schalten. Das tun Sie einfach nicht. Versucht da durchzustecken. Will ihn da durchstecken. Der Ball kommt. Er weiß, dass er das besser machen kann und auch muss. Er entschuldigt sich auch gleich sofort dafür. Raul Albiol. Sie haben die Kugel davor. Aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Das ist ein Foul. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Cambio de jugadores en el Villarreal. El dorsal 23 será reemplazado por el dorsal 18. Se va a realizar un cambio de jugadores. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Augen auf und ab nach vorne. Kimmich, das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Varejo. Gaspar. Und der kommt durch. Das war ein Punkt. Knapp vorbei. Da müssen die Fotografen in Deckung gehen. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Cambio de jugadores en el Villarreal. El dorsal 15 será sustituido por el dorsal 9. Yeah!
Sie bringen jetzt ihren letzten Einwechselspieler. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Kimmich. Wie heißt es so unschön, das Salz in der Suppe sind die Tore. Bisher haben wir keins gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das beim Schlusspfiff immer noch so ist. Sabitzer. Und schon wieder Einwurf. Und die Flanke von Sabitzer. Lo Celso. Hart, aber fair. Spielt ihn gut raus. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Gute Aktion des Torwarts. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Da steigt er hoch. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Es steht unentschieden. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Lewandowski treibt das Spiel auf der rechten Seite nach vorn. Lewandowski zeigt hier ein tolles Tempo-Dribbling auf der rechten Seite. Und ein weiterer Einwurf. Mit der Grätsche. Tolisso macht das Spiel gut breit. Und die Flanke von Sabitzer. Parejo. Alberto Moreno. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Keine Frage, das wird eine Karte. Fragt sich nur, welche Farbe. Glattrot. Der FC Bayern München. Nur noch mit 10 Spielern hier unterwegs. El dorsal 7 será reemplazado por el dorsal 8. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Es war eine enttäuschende Partie und die endet fast folgerichtig ohne Tore. Naja, wie heißt es immer so unschön, schiedlich, friedlich? Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Sie wirklich mit dem zufrieden sind, was Sie heute erreicht haben. Und damit beenden wir die Übertragung für den heutigen Abend. Vielen Dank, machen Sie es gut, schönen Abend und danke dir, Hansi, dass du mit dabei warst. Se ruega a su abuelo que se ponga en contacto con algún empleado del estadio.